Diese Abbildung zeigt die Entwicklung der Gametophyten und die doppelte Befruchtung bei Blütenpflanzen. Alle gezeigten Schritte finden im Innern der Blüte statt, mit Ausnahme des frei vorliegenden Pollens. Auf der rechten Seite ist die Entwicklung des weiblichen Gametophyten oder Embryosacks gezeigt. Links die Entstehung des männlichen Gametophyten oder Pollens. Und hier unten sehen wir die Befruchtung. Die Entwicklung des weiblichen Gametophyten oder Embryosacks erfolgt im Innern des Fruchtknotens. Diese Schritte erfolgen also hier drin. Startpunkt ist die Embryosack-Mutterzelle. Sie ist genetisch identisch mit den restlichen Zellen des Sporophyten, der Pflanze, die wir mit bloßem Auge sehen können. Die Embryosack-Mutterzelle stimmt damit genetisch zu 100% überein mit den Zellen in den Blättern und Wurzeln. In unserem Beispiel ist der Sporophyt diploid. Deshalb ist auch die Embryosack-Mutterzelle diploid. Die Embryosack-Mutterzelle durchläuft eine Meiose oder Reduktionsteilung. Das Produkt einer Meiose sind vier haploide Zellen, die sich genetisch voneinander unterscheiden. Das hier ist allerdings eine spezielle Meiose. Von den vier resultierenden Zellen überlebt nur eine einzige. Die anderen drei gehen zugrunde. Erkennbar an diesen Linien hier. Das Produkt der Meiose wird als Makrospore bezeichnet. Sie ist haploid. Die Makrospore ist einer der Gründe, weshalb die für uns sichtbare Pflanze den Namen Sporophyten bekommen hat. Der Sporophyt erzeugt die Sporen, in diesem Fall die Makrospore. Um die Bedeutung der Makrospore verstehen zu können, lohnt sich ein Vergleich mit den Tieren. Zu dem Zweck machen wir hier eine Abzweigung. Bei den Tieren wäre diese eine haploide Zelle am Ende der Meiose die fixfertige Eizelle. Ihr stünde nur ein einziger Entwicklungsweg offen, die Verschmelzung mit einem Spermium. Bei den Blütenpflanzen jedoch ist das noch nicht die Eizelle. Die Makrospore ist zwar haploid, aber sie kann nicht mit einem Spermium verschmelzen. Der Weg der Befruchtung steht ihr nicht offen. Auf sie wartet ein anderes Schicksal. Die haploide Makrospore entwickelt sich zu einer eigenständigen, vielzelligen Pflanze, dem Embryosack. Der Embryosack ist der Körper dieser kleinen Pflanze. Damit aus einer einzigen Zelle, der Makrospore, ein Körper mit vielen Zellen wird, braucht es Zellteilungen. Das sind die rot markierten Mitosen hier. Auch eine haploide Zelle wie die Makrospore kann sich mitotisch teilen. Das ist genetisch problemlos möglich. Nach drei Zellteilungen liegen insgesamt 8 Zellen vor. Diese 8 Zellen differenzieren zum Embryosack, indem sie unterschiedliche Funktionen übernehmen. Der Körper des Embryosacks ist also aus 8 Zellen aufgebaut. Genügend Zellen, um von einer eigenständigen, vielzelligen Pflanze sprechen zu können. Natürlich bleibt man mit gerade mal 8 Zellen eine kleine Pflanze. Trotzdem ist der Embryosack stolzer Besitzer eines eigenen Körpers. Der Embryosack ist der weibliche Gametophyt. Er heißt so, weil er die weiblichen Gameten hervorbringt. Der weibliche Gamet ist natürlich die Eizelle, die hier grün markiert ist. Von den anderen Zellen sind die beiden Polzellen wichtig. Sie verschmelzen zur diploiden Zentralzelle. Die Zentralzelle brauchen wir später bei der Befruchtung wieder und markieren sie deshalb blau. Die Synergiden und Antipoden haben keine besondere Funktion. Weil sie nicht wichtig sind, lassen wir sie weiß. Damit ist der Embryosack oder weibliche Gametophyt vollständig ausgebildet und bereit für die Befruchtung. Das erfordert Pollen. Seine Entwicklung ist links gezeigt. Die Entwicklung des männlichen Gametophyten oder Pollens erfolgt im Innern der Staubbeutel. Diese Schritte finden hier drin statt.
Ausgangspunkt ist die diploide Pollenmutterzelle. Sie ist wiederum genetisch identisch mit den restlichen Zellen des Sporophyten. Die Pollenmutterzelle durchläuft eine Meiose. Das Ergebnis sind vier haploide Zellen, die Mikrosporen. Alle vier Mikrosporen überleben und werden sich zu vier Pollenkörnern entwickeln. Die Mikrosporen sind der zweite Grund, weshalb wir die für uns sichtbare Pflanze als Sporophyten bezeichnen. Der Sporophyt erzeugt die Sporen, hier die Mikrosporen. Auch die Mikrosporen können wir mit den Tieren vergleichen und fügen hier erneut eine Abzweigung ein. Bei den Tieren wären das die Spermien. Für sie gäbe es nur einen Weg, die Verschmelzung mit einer Eizelle. Bei den Blütenpflanzen sind das aber noch nicht die Spermien. Die Mikrosporen können nicht mit einer Eizelle verschmelzen. Auf sie wartet eine andere Bestimmung. Jede haploide Mikrospore entwickelt sich zu einer eigenständigen, vielzelligen Pflanze, dem Pollen. Das fertige Pollenkorn ist der Körper dieser kleinen Pflanze. Zu dem Zweck teilt sich jede Mikrospore einmal durch eine Mitose. Das Ergebnis ist ein Organismus mit zwei Zellen. Hier müssen wir etwas großzügig sein. Zwei Zellen sind nicht viel. Trotzdem genügen sie, um von einer vielzelligen Pflanze sprechen zu können. Das macht durchaus Sinn. Selbst wenn ein Organismus nur aus zwei Zellen besteht, können diese differenzieren und unterschiedliche Funktionen übernehmen. So wie hier. Das reife Pollenkorn bzw. der männliche Gametophyt besteht aus zwei Zellen. Die vegetative Zelle kontrolliert und steuert den Stoffwechsel des Pollenkorns. Sie übernimmt damit die ganze Arbeit, wird aber selbst genetisch nichts zur Fortpflanzung beitragen. Diese Aufgabe übernimmt die generative Zelle. Ihr obliegt es, die Spermazellen zu bilden. Nachdem das Pollenkorn auf einer geeigneten Narbe gelandet ist, bildet die vegetative Zelle einen Pollenschlauch. Der Pollenschlauch wächst von der Narbe über den Griffel hinunter in den Fruchtknoten, wo sich der Embryosack befindet. Das ist sein Ziel und dort möchte er hin. Je nach Größe der Blüte kann der Pollenschlauch mehrere Zentimeter lang werden. Währenddessen der Pollenschlauch wächst, teilt sich die generative Zelle mitotisch. Das Ergebnis sind zwei Spermazellen, die hier grün und blau dargestellt sind. Beide Spermazellen nehmen an der Befruchtung teil. Das ist ein wichtiger Unterschied zu den Tieren. Blütenpflanzen besitzen eine doppelte Befruchtung. Die grüne Spermazelle verschmilzt mit der grünen Eizelle zur diploiden Zygote. Sie entwickelt sich über einen Embryo zum Keimling, den wir als junge Pflanze sehen können. Die zweite blaue Spermazelle verschmilzt mit der diploiden Zentralzelle. Daraus entwickelt sich das triploide Endosperm. Das Endosperm ist ein Nährgewebe für den Keimling. Im Samen drin kann er noch keine Photosynthese betreiben. Um bei der Keimung die ersten Blätter und Wurzeln bilden zu können, liefert ihm das Endosperm die erforderliche Energie und Bausteine. Das Endosperm ist eine Starthilfe ins junge Pflanzenleben. Auch wir interessieren uns dafür. Beim Weizenkorn ist das Endosperm der stärkehaltige Mehlkörper und bildet die unverzichtbare Grundlage für Brot.